Also auf 0 kriegt sie ein, können wir ja gerade mal feststellen. Ja, kriegt sie einen jeweils. Genau. Und auf dem müsste sie dann 5 kriegen. Ne, kriegt nur 4 leider. Wiederholen wir das Ganze mal. So kriegt sie 2. So kriegt sie, also so kriegt sie 1, so kriegt sie 2. 3. Ja. Gut, und 4 geht nicht. Egal. Also 4 geht gerade nicht, weil sie nicht genug hat. Aber geht trotzdem nicht höher als 4 zusätzliche Punkte, komischerweise. Aber selbst das, dafür, dass der 5 Minuten hebt. Ist er doch recht praktisch, wenn er auf allen Slots die Rüstung um 4 erhöht. Oh ja, das hier kann eine Weile dauern. Ach, Oglinwurz ist auch da dazwischen. Vor allem, weil hier auch noch verdammt viele Einbeeren wachsen, die ich gerne hätte. Ach ja, und das Lager von denen habe ich auch noch nicht geplündert. Eine grüne Magierrobe. Oh. Ja. Das, was hier drin ist, war nicht schlecht. Beinschellen. Kiste. Silbertaler und ein Belmatblatt. Pfeilspitzen und Gänsefedern. Pfeilspitzen und Holzleim. Na, jetzt ist sie aber ausgerüstet. Packen wir die Sachen mal hier rüber. Dass wir hier nur das Zeug haben und hier das Zeug. So. Giftzähne sogar. Ja.
haben wir hier noch ein bisschen Belmat und Zunderschwamm. Noch mehr von dem Oglin-Wurz. Ja, das ist einfach Moos. Heilkunde Gift. So, jetzt haben wir fast alles hier abgegrast. Zunderschwamm hier. Oh, da haben sich Fässer versteckt. Meint ihr? Mit Stahl und koscher Stahl. Sie hat Leder, weil... Schade, dass es keine Lederschultern oder so gibt. Und das hier, das verhindert ja Magie. So, oben haben wir alles abgegrast. Quicksave-Sicherheitshalber. Oh, Rutger von den Silberfängen. Streitaxt. Ist nicht sonderlich gut. Okay. Was passiert, wenn ich das Grab von ihm benutze? Rutger von den Silberfällen, Streiter der Drachenqueste, 1918 bis 1985. Sprich, Freund. Hier sind auf jeden Fall noch viele Einbären. Und noch mehr Oglinwurz. Sammeln wir erstmal alle Kräuter hier ein. So, da haben wir doch eine schöne Ausbeute gemacht. Wie viel Einbeersaft habt ihr so? 9. Okay, kannst du das haben? Aufgepasst! Was sagt die verwitterte Inschrift? Diese Schrift ist verwittert und unleserlich, sagt sie.
Noch eine verwitterte. Mascha von den sieben Fällen. Mascha von den sieben Fällen, 1001 bis 1029. Geliebtes Weib, schlafe friedlich in Borens Armen. Deine dich liebenden Tralda und Fenner. Also Tralda hat seine Frau verloren. Hier können wir nicht rein. Sprich, Freund. So, sie hat Pfeile. Gut. Und wie ich gesagt habe, bevor wir da reingehen, Quick Save machen für den Fall, dass das Spiel abstürzt. Wenn wir jetzt gleich da reingehen. So, und ab jetzt wird wieder geschlichen. Wobei es hieß hier... das Auge des Drachen schleiche dich an den Orks vorbei. Ich habe den Geheimgang gefunden. Er führt mich direkt ins Innere der Burg. Und, wer hat Level Up? Gladys. Alles klar. Okay, Schlösser knacken geht definitiv nicht höher. Mit Hören und Etikette geht auf jeden Fall höher. Lassen wir jetzt aber mal unten. Armbrust geht eins höher und Fulminictus geht auf jeden Fall eins höher. Geben wir auch mal Balsam auf Max. Bei ihr übrigens können wir Balsam auch mal ein bisschen steigern. So. Es hieß ja eigentlich, hier im Untergeschoss gibt es hauptsächlich Spinnen. Das heißt, wir brauchen erstmal nicht schleichen, denke ich mal. Und Lederbänder. Sanja. Und ein eitriger Krötenschimmel. Davon sollten wir ja auch schon welche. Nein, haben wir noch keine. Es war Zunderschwamm, den wir im Inventar haben. Okay, wer hat jetzt gewonnen? Der Orkkrieger? Hoffe nur, dass nicht das gesamte Gangsystem voll von denen ist. Könnte sonst instabil sein. Und damit hat jetzt Vorgrim die 10. Stufe erreicht. Charisma braucht er keinen. Aber einen Punkt in Konstitution können wir ihm geben, auf jeden Fall. Das macht ihn dann noch weniger anfällig gegen Wunden. Folgt mir. Sprich, Freund.